Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von Battle Warships Naval Empire. Hierbei ist wichtig zu sagen, dass es sich hierbei um eine Produktplatzierung handelt, aber nicht minder spannend da deswegen ist, es ist ein Free-to-Play-Game und ich kann euch nur empfehlen, wenn euch das Video jetzt gefällt, dann schaut doch einfach mal selber über den Link in der Videobeschreibung rein. Weil ich werde immer mal wieder darauf angesprochen, die sagen, yo, Alcaramba, was spielst du so unterwegs? Und ich selber bin jetzt gar nicht so der Mobile-Zocker, aber so diese Art von Spiel, wo man so ein bisschen was aufbauen kann und dann strategisch arbeiten kann, finde ich durchaus spannend und das will ich euch jetzt mal ein wenig zeigen. So, was haben wir hier? Das ist schon mal meine Basis. Da ist schon alles aktuell ein bisschen am Hochspielen. Also ich habe schon ein paar Minuten damit verbracht, dass ich mich mal einfach ein bisschen einfinde und euch mal was zeigen kann. Ich bin aber noch nicht ganz so weit, dass ihr nämlich auch noch ein bisschen was seht. Was ich auf jeden Fall mal für die ganzen Warships-Heinzen unter uns ganz interessant finde. Ich sammle erstmal hier alles ein für die Kraft. Ist nämlich, wo ist mein Ding? Battleship Depot. Ist nämlich das Thema Schlachtschiff, ein Dreadnought-Schlachtschiff. Was ich aber gar nicht, ich will euch unbedingt erstmal hier zeigen. Wir haben nämlich die Hatsuharu als Zerstörer. Das heißt also, in dem Fall haben wir auch historische Kriegsschiffe im Spiel und ich habe es schon gesehen, hier gibt es nämlich auch bald B2 Spirit Bomber, also auch von dem her an Bombern ist auf jeden Fall einiges da. Wer jetzt nicht so gerne alleine spielt, für den gibt es nämlich sogar auch Allianzen im Spiel, den kann man ganz einfach beitreten, indem man hier auf den Chat geht. Wenn der Allianzreiter hier oben noch nicht funktionabel ist, dann einfach da drauf drücken und dann bin ich schon in der Allianz und dann kann man sich eben verbünden und miteinander hier schnacken und natürlich auch den ganzen anderen hier auf den Sack gehen. Das ist auf jeden Fall, finde ich, wichtig, dass man einfach mal zeigt hier, wo der Frosch die Locken hat. Meine Basis seht ihr ja hier schon im Kleinen. Mein Teilchenbeschleuniger, allen drum und dran. Ist ganz schön hot hier. Flugzeugangriff. Natürlich ist das Spiel da ein aktuelles Free-to-Play-Game, aber es muss sich auch irgendwie bezahlen. Es gibt auch natürlich In-Game- und In-App-Käufe. Also, da werdet ihr natürlich ein bisschen stärker. Das ist ganz legitim und gehört auch zu solchen Spielen einfach dazu und ist auch ganz normal. Aber, jetzt seht ihr meine Basis und denkt euch, ja, ist ja hier schön, was ist denn da noch so? Es gibt natürlich die Weltkarte. Und das ist hier die Weltkarte und da seht ihr schon, da gibt es mediterrane Piraten um mich rum, andere Spieler. Das ist meine Basis, ich bin aktuell Stufe 3 hier oben, also so ein paar um mich rum. Und hier will ich natürlich jetzt stärker werden, jetzt kann ich natürlich hier auf den Pirat gehen. Seht den mediterranen Pirat in der Distanz von 8, also der ist nicht weit weg, auf den könnte ich jetzt gehen. Und dann denke ich mir, okay, hier mein Mate, den unterstütze ich, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, den anzugreifen. Das heißt, ich kann natürlich hier auf Details gehen, kann hier noch schauen, was seine Flotte ausmacht im Zweifel. Aber mediterraner Pirat Stufe 3, den mache ich easy peasy, ist ein easy Snack. Und das ist meine Flotte. Und dann sage ich hier, alle hinzufügen, dass ich mit 114 Kriegsschiffen gesamt dahin tucker. Und ihr seht auch hier die Zeit, wie lange ich dahin brauche und dann heißt es da ein Sample. Da sind sie jetzt schon auf dem Weg dahin. Unter meiner Flagge. Man kann es natürlich auch beschleunigen. Aber jetzt wird er erstmal weggemacht. Mit allem, was da ist. Und ich habe hier einen Stufenaufstieg. Der Chakri Nuribet ist auf Stufe 4. Ganz schön nice. Und dadurch auch eine Verbesserung am Start. Also hier auf jeden Fall schon ein bisschen was. Und jetzt kann ich natürlich auch wieder zu mir in meine Basis zurückgehen. Und hier natürlich weitermachen, weil man muss ja auch die Basis weiter ausbauen. Aktuell sind wir hier oben am Ausbauen der Basis selber. Und da sehen wir auf Verbesserungen. Die braucht noch 3 Minuten, aber das machen wir jetzt einfach. Wir machen den Gratisaufstieg. Den gibt es nämlich immer alle 10 Minuten, wenn ich mich nicht täusche. Und dafür gibt es nämlich auch immer ein bisschen was, weil sobald man in der Stufe aufsteigen, Geschenkboxen, Flanker Smart Chip, Baumeister. Flanker Smart Chip ist sozusagen eine taktische Anweisung für das Spiel im Angriff dann. Aber wir sehen, zack, reich belohnt worden.
Die Scarlett Johansson ist unsere gute Dame. Deine Missionsbelohnung. Ja, natürlich. Mission? Oh, sehr schön. Also man bekommt hier auch so ein paar, wie ihr seht, Sachen für erfolgreiche Angriffe, sag ich mal. Oder natürlich auch Missionen. Also, tägliche Allianz- und VIP-Mission versuchen. Jetzt kann ich da das auch. Greife Piraten für Ressourcen an. Also wenn du die Piraten angreifst, dann gibt es eben auch Ressourcen dafür. Das haben wir auch schon gemacht. Zack, sammeln wir auch. Besiege einen Pirat Stufe 7, haben wir auch schon geschafft. Und wir sehen, da kriegen wir die Materialien, Öl und so weiter und so fort. Wir waren hier fleißig. Flugzeug haben wir auch schon produziert und 25 Missionen ebenfalls erledigt. Das lief bisher schon ganz gut. Dann gibt es hier noch tägliche Quests. Das sind die Missionen. Quests in der Allianz. Und natürlich auch dann VIP-Quests, die man eben für diese Coins aktiviert. Wenn ihr das erste Mal eine Allianz beitritt, bekommt ihr automatisch auch 200 davon. Also auch da könnt ihr mal ein bisschen reinschnuppern, ob euch das so taugt. Jetzt können wir das Radar freischalten. Das ist hier dann diese Basis. Also ihr seht, da ist einiges da. Sobald wir das haben, ist auch die Mission hier erfüllt. Gibt wieder ein bisschen Öl für uns. Und jetzt müssen wir Level 4 Piraten besiegen. Naja, aber hey, bei unserem aktuellen umfangreichen Arsenal. Natürlich wird alles entsendet, was meine Flotte so hergibt. Dementsprechend zack, rüber damit. Ja, nice. Stufe 5, Kommando, Leben, Ladung, Panzerung, alles am Start. Wir sehen auch die Verbesserungen. Können wir jetzt mal machen. Flugzeugangriffe werden dadurch stärker. Das heißt, wir brauchen hier 5 Punkte, dass wir das auf 10 haben. Und jetzt geht es dann hier sozusagen weiter. Also auch da questen und leveln wir unsere Flotte auf. Haben hier also auch wieder eine Mission abgeschlossen. Mediterrane Distanz 10. Nee. Geht erstmal in meine Basis zurück. Oh, meine Kriegsschiffe sind bestätigt. Also muss ich die im Dock mal natürlich wieder ein bisschen auf reparieren lassen. Reparaturbucht. Ja, aktuell. Reparier alle. Und reparieren. Und da seht ihr auch wieder die Zeit. Braucht ihr da 30 Sekunden, das geht dann recht fix. Man kann natürlich auch hier das alles schneller machen, wobei das am Anfang des Games, ich würde euch sagen, spart euch erstmal eure Coins so gut es geht, dass ihr so ein bisschen reinkommt. Das warten wir jetzt noch ab. Die 5 Sekunden, dann ist nämlich alles wieder schnieke. Besonders natürlich unsere Hatsuharu soll ja auch wieder im alten Glanz erscheinen. Keine Reparatur mehr im Gange, damit ist es erledigt. Und verbessere die Bohrinsel. Kann man nämlich hier auch verbessern. Zack, hier auch wieder der Gratisausbau. Damit ist der Instant, das Dock, wird auch verbessert. Da das dauert 9 Minuten. Jetzt kann man aber sagen, Hilfe bzw. Speed up. Und da gibt es hier so Booster. Wenn ich jetzt hier sage, hier 10 Minuten benutze ich. Und damit ist es natürlich dann schon erledigt. Das dauert 2 Minuten, da haben wir aber den gratis. Jetzt dauert es 3 Minuten, haben wir nochmal den gratis Aufpimp-Möglichkeit. Und jetzt soll die Basis final mal auf Stufe 5 gebracht werden. Das ist natürlich schön, Krafterhöhung und alles drum und dran ist dann da am Start. Freischalten da das Forschungslabor. Das dauert dann aber schon 28 Minuten. Also ihr seht, je weiter ihr im Spiel vorankommt, desto länger dauert alles. Aber auch hier kann ich jetzt natürlich wieder sagen Speed up und sage in dem Fall, ich habe hier zum Beispiel einen Beschleuniger von 15 Minuten. Die nehme ich jetzt mal beide. Und damit ist nämlich das auch erledigt. Damit sind wir hier schon im Besitz einer ordentlichen Armada bzw.
Möglichkeit, die Basis aufzubauen. Forschungslabor haben wir freigeschaltet. Und jetzt hier im Forschungslabor kann man dann auch sich Technologien gönnen. Entwicklung, Kriegsführung, Kriegsschifffähigkeit und so weiter. Aber ihr seht, das dauert bis auf Stufe 15. Deswegen gehen wir mal auf die Entwicklung, weil das ist Baugeschwindigkeit. Aktuelle Stufe 0%, nächste Stufe 1%. Baugeschwindigkeit und Kraft gibt das Ganze. Das erforscht man, dauert auch 18 Minuten. Könnte man jetzt auch wieder aufspeeden. Dann würde ich sagen, machen wir mal einfach die 10 Minuten. Und die 5 Minuten, dann haben wir nämlich das fast schon erledigt. Drei verschiedene Flugzeuge, ja, das will ich ja gerne haben. Das heißt, hier haben wir den Smart Chip. Smart Chips werden bei der Flugzeugproduktion verwendet. Das heißt, was haben wir denn hier? Vulkan Smart Chip. XB70 Valkyra Smart Chip. Flanker Smart Chip. Und den Typhoon. Ah, wie geil, Typhoon. Sehr schön, Eurofighter. Und den können wir jetzt produzieren. Dafür brauchen wir Uran, haben wir aber auch noch einiges am Start. Deswegen machen wir das natürlich. Ja, hallo. Ich gehe jetzt erstmal auf Optik. Und jetzt haben wir drei verschiedene Flugzeuge. Das ist natürlich eben für die Kriegsführung nachher essentiell wichtig. Hier, das ist ja unser Pimp-Abteil, sag ich mal. Und da kann man jetzt unsere Flugzeuge platzieren und positionieren. Und die helfen uns dann auch im Angriff dann eben. Man kann auch hier das Ganze wieder verbessern oder verstärken und so weiter und so fort. Also von dem her, das Spiel ist dann wirklich sehr umfänglich im Großen und Ganzen. Und jetzt sollen wir natürlich mal einen Stufe 5 Piraten klar machen. Und hey, bei der Armada, da habe ich ja gar keine Sorge, dass das jetzt nicht funktioniert. Also entsenden wir das Ganze. Hier können wir auch nochmal unsere Allianz sehen. Beziehungsweise Allianzen. Wo wer ist und so weiter und so fort. Wir haben jetzt hier den gerade fertig gemacht. Ja, jetzt gehen wir einfach wieder in unsere Basis. Weil, hey, der hat ja gar keine Schnitte gegen uns. Pirat besiegt. Schlachtschiffdepot, das ist auch immer gut. Verbessern. Auch hier wieder die Option zum Gratis-Pimpen, aber wir brauchen ja Stufe 3. Bauen Sie weitere 6 Dreadnought-Schlachtschiffe? Ja, ich sag mal so, ich habe nichts dagegen, wenn wir hier meine Flotte vergrößern. Und ihr seht ja, es gibt hier dann natürlich auch später noch ganz andere Schiffe. Nagato gibt es natürlich auch. Ich glaube, da kennt sich jeder aus. Veneto-Schlachtschiff, Yamato und Bismarck. Also da ist dann natürlich für jeden was dabei. Aber in dem Fall gehen wir jetzt mal für die Dreadnought. Das ist aktuell einzige, was wir bauen können. Ihr seht ja, in dem Fall braucht man da Schlachtschiffdepot Stufe 8 und Schlachtschiffangriffe Stufe 1, um das nachher zu bauen. Deswegen, wir bleiben jetzt erstmal bei dem, was uns aufgetragen wird. Aircraft can be upgraded to increase attack. Hole ich mir erstmal das ab, was ich hier machen muss. Nein, ich muss wohl durch. Also, unser Cobra will verbessert werden. Und ihr seht ja, wir müssen hochstufige Piraten für Flugzeugverbesserungsmaterial angreifen. Ja, und da macht man das auf jeden Fall. Da gehe ich jetzt mal hin. Ich greife hier einfach alles und jeden an, der sich mir nur nähert. Ihr könnt natürlich auch chatten, Posteingang und seht dann die Berichte von euren Kämpfen dann auch natürlich. Ja, damit haben wir es auch schon geschafft. Also erstmal die Dreadnought. Ein Flugzeug auf Stufe 3 verbessern. Und nochmal, damit ist es auf Stufe 3. Wie gesagt, auch da haben wir jetzt das Uran gebraucht. Seht ihr hier oben die
Anzahl, die ihr habt. Also ihr werdet da echt erstmal gut an die Hand genommen. Und auch das erledigt. Dock auf Stufe 5. Das wird natürlich hier freischalten, Krafterhöhung und so weiter und so fort. Das dauert aber jetzt wieder 19 Minuten. Das ist dann schon natürlich noch eine ganz andere Hausnummer. Und so weiter und so fort ist das Missionen. Sammle ich jetzt mal alles ein, was ich so bekommen habe. War ja fleißig. Boah. Also, da habe ich mir jetzt einiges abfischen können. Und natürlich gibt es dann auch noch einen Rang individuell und von der Allianz, dass ihr auch da seht, wo ist eure Allianz oder wo steht ihr mittlerweile. Man kann sich Items gönnen, man kann sich alles benutzen, alles freischalten, natürlich auch einiges kaufen und ihr seht da, was es schon alles gibt und was es noch alles eventuell zu holen gibt. Ja, das war's dann. Also ich finde es mal ein sehr interessantes Spiel für unterwegs, ist auf jeden Fall ein netter kleiner Zeitfresser. Und ja, wenn es euch interessiert, wie gesagt, in der Videobeschreibung unten ladet es einfach runter. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen für jemand, der gerne mal unterwegs ist und ein bisschen da auch Krieg spielen will und nicht nur World of Tanks daheim. Für den ist das durchaus vielleicht mal interessant. Daher bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch alles Gute weiterhin. Bis zum nächsten Mal. Euer Aikaramba.